Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Im letzten Part haben wir hier diese Vulkangegend entdeckt, nachdem wir sämtliche Routen abgeklappert haben. Und mir fällt gerade auf, wir haben das Item im letzten Part total vergessen. Holen wir nachher noch nach. Nach dem Berg. Ich verschwöre den Drang, mit dir zu kämpfen. Wärst du so gut? Ja, komm. Schlägerei. 1 gegen 1. Was hast du auf dem Kasten, Volker? Come on, du kriegst aufs Maul. Tauros, okay. Kann man sich geben, auf jeden Fall. Wie ich das Viech jetzt kaputt mache, keine Ahnung. Ich glaube, ein Ladungsstoß sollte hier ausreichen. Ja. Ich war da gerade ein bisschen ratlos, weil ich keine Kampfattacke hatte. Ich hätte dem Drang nachgeben sollen. Ja, hättest du. Komm, jetzt müssen wir hier ganz vorsichtig. Danke. Oh mein Gott. Wunderbar. Hat ja super funktioniert. So. Oh Gott. Wie ich es hasse. Oh, davon ist Lutz und Marinus. Lül. Auf in die Natur! Ich habe den Großstadtdschungel durchstreift. Und sind. Und wir sind. Wir haben den Großstadtdschungel durchstreift und sind dadurch stärker geworden. Okay. Pokémon Ranger, lange nicht mehr gesehen. Schlurp ist wieder ein komisches Pokémon. Warum auch immer hier Leute Schlurp einsetzen? Schlurp ist halt echt nichts Besonderes. Die Weiterentwicklung ist geil. Schluppeck. Oder Schlurp weg. Sieht auch sehr, sehr merkwürdig aus. By the way. Und ich frage mich, warum Schlurp überhaupt eine Weiterentwicklung hat, weil das tankt ja anders. Naja. Als nächstes kommt Mundtier. Das ist wiederum eine coole Evolutionsreihe, Mundtier. Weckruf. Vor allem das letzte, das hat irgendwie King im Namen. Ich habe gerade den Namen vergessen. Letraking. Letraking? Ist das Affen-Pokémon aus Gen 3, by the way. In jeder Gen hat es ein Affen-Pokémon. Und in jeder Gen hat es auch ein Bären-Pokémon. So, steigen wir vom Rad ab. Genug geradelt. So, und hier ganz langsam. Hier finde ich den Joy-Con tatsächlich nachteilig. Bei so engen Passagen und so, fühle ich nicht. Ja, ich laufe mal hier vorbei. Ah, nee, geht nicht. Und das hier, Robin, ist lange nicht gesehen. Du bist also schon so gut geworden, dass du hier trainierst, wie? Wir werden alle stärker und stärker. Gleichzeitig wird das Band zwischen uns und unserem Pokémon immer enger. Für jemanden, der im Ausland geboren wurde, hat der Typ aber keinerlei Akzent. Vor uns liegt ein Vulkan, den man den Karlberg nennt, Robin. Dieser Mächtige an Avenaro ist auch auf dem Weg dorthin. Ich werde den Schatz des Vulkans finden, bevor er ihn sich krallt. Wenn ich das schaffe, dann klappt es auch mit einer 21er Siegesserie im Duellturm. Lol. Willst du Karlberg? Bist du noch bei Sinn? Die wilden Pokémon da sind ziemlich schwer zu besiegen. Wenn deine Pokémon nicht gut vorbereitet sind, erleben die eine böse Überraschung. Andererseits hat so eine Herausforderung schon seinen Reiz. So oder so solltest du dich für die Reise vorbereiten. Ich muss mich jetzt aber auf mein nächstes Turnier konzentrieren, also mach's gut. Okay, Marinus, okay. Hier kann man sich ausruhen. Bei der alten Frau. Das Problem ist, die will einen halt länger da halten. Und irgendwann muss man halt Nein drücken, sonst hält man sich die ganze Zeit. Die Oma meint es einfach zu gut. Oh Gott, Fahrräder. Noch mehr Fahrräder. Nein, ich hasse es. Oh, Avenaro.
Hey, wenn das nicht Robin ist, sag, sollen wir ihm einen spanischen Akzent geben? Du machst mir aber eher einen schwächlichen Eindruck, kommst doch wirklich zurecht. Hm, wieso frage ich das eigentlich? Interessiert mich doch gar nicht. Egal, falls wir uns auf dem Karlberg treffen, liefern wir uns einen Wettstreit, wer zuerst den Markwachstein findet. Okay. Ich glaube, wir sind sogar kurz vor dem Karlberg. Ja. Habe ich mir jetzt verklickt. Oh, danke fürs Bremsen, Bro. Hier haben wir noch einen Ast-Trainer. Den können wir, oder dürfen wir natürlich nicht übersehen. So, ein Mauzi kann man auch bei dem Anwesen von dem alten Sack auf Route 208 oder 13 oder so fangen. Aber ich glaube nur an speziellen Tagen. Das muss ich euch noch zeigen, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ah, 6 kommt Hypno. Ja, da sind wir ja brutalst im Vorteil. Findet man kurz vor Schleiede auf dieser verregneten Route. Also die Vorentwicklung. So, Billikat ist das nächste Pokémon. Easy. Oder auch nicht. So, einmal Verhöhner bitte. Dankeschön. Luxras noch ein bisschen aggressiver. Passiert es eigentlich mal, dass ein Pokémon nicht auf Verhöhner reinfliegt? Gut. So, ein Fläschchen Zink. Wunderschön. Wo geht's hier runter? Ah, hier geht's wieder ganz zurück. Nee, das wollte ich nicht. So. Hier gibt's was für Pokémon. Ein Heslon. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Oh, deine Mutter, deine Eltern sind Geschwister, deswegen siehst du so aus, du hässliches Viech. Gen 1 hat nicht die hübschesten Pokémon. Viele haben sich das ja immer gedacht, yo, ich habe Gen 1 angefangen. Ich habe die geilsten Pokémon, bis die Designer mal gesagt haben, jo, wir designen die Pokémon eigentlich zum Teil absichtlich hässlich, um ihnen besondere Merkmale zu geben. Finde ich auch geil. Stück Holzkohle verstärkt die Attacken von Feuer-Pokémon. So. Und einmal zurück. Und dann holen wir noch den Typ da rechts. Wir müssen eh da nach rechts, lol. Komm her, du Trottel. Ich habe unter einem Wasserfall meditiert, um meinen Geist zu stellen. Erlaub mir, meine neu gewonnene Stärke zu demonstrieren. Oh, die Karate-Heine sind echt die besten. So, der Fridolin. Okay, Fridolin, zeig mir, was du kannst. Nur Tuska. Jetzt. Jetzt klatscht er hier Pokémon raus. Die ziemlich cool aussehen in 3D. Real Talk? Notuska hat 3D gut getan. Okay, vielleicht die Beine nicht ein bisschen. Die sehen ein bisschen stummelig aus. Und ich würde mir so ein Pokémon nicht zu Hause halten. Einfach aus Angst, dass es mich umarmt. Sechs kommt Machomai. Da haben wir auch eine passende Antwort dafür.
Ja, Mahoumai sieht echt wild aus. Ich glaube, in unserem nächsten LP nehmen wir Mahoumai ins Team. Wenn wir Legenden Arceus spielen. Manche sagen ja Arceus dazu, finde ich absolut falsch. Ich glaube echt, der Name ist an den Göttervater angelehnt und es ist in dem Fall Zeus. Weil im Grunde genommen ist Arceus nichts anderes als der Göttervater. Oh, ein fliegender Tumor. Ich weiß nicht, was ich von Smogmog halten soll, gebe ich ganz ehrlich zu. Vor allem können sie Explosion und da bin ich dann raus. So, wie sieht's aus? Hier ist der Karlberg. Hier ist der Karlberg. Und da ist ein Drachentrottel. Es ist ein Drachentrottel! Der wahrscheinlich eh nur wieder ein Gyarados hat, also warum? Groß herausfordernd und ich hatte recht. Traurig. Traurig. Aber was soll man da machen? Ich weiß es nicht. Level 60. Gyarados Level 60. Gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte kann man sich geben. Angeberei bringt nichts. Verwirrt sich selbst, glaub, bei Angeberei. Bin mir aber nicht sicher. Ganz knappe Geschichte. So, nee. Wir bleiben beim Karlberg. Brrrp. Und holen uns den Lebenorb. Keine Ahnung, was der macht. Müsste ich nochmal nachschauen. Ich glaube, der heilt uns auch nach jeder Runde. Aber ich glaube nicht so stark wie die Überreste beispielsweise. Müsste ich aber nochmal nachgucken. So. Oh Gott. Warum bist du so hässlich, Pokémon? Was willst du eigentlich von mir? Ist die andere Frage. Gibt es viel weniger Erfahrungspunkte? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Gibst du Erfahrungspunkte? Nein, natürlich nicht. Obwohl, das Gyarados hat nur 600 mehr gegeben. Das macht halt auf die Dauer, macht es halt schon was. Die 600. Andererseits, man muss es abwägen. So. Die Musik hier drin ist geil. Und ich glaube, hier hat es Feuer-Pokémon. Es ist ein Vulkan. Komm schon, irgendwelche Feuer-Pokémon muss es doch hier haben. Aber jetzt warte, wir legen uns eigentlich einen Schutz auf. Ich habe eigentlich keine Lust auf Pokémon-Kämpfe. Und dann gucken wir mal, wie es hier vorangeht. Genau, wir können jetzt, glaube ich, die Treppe runterstoßen. Richtig krank. Vor allem sieht es verbuggt aus. Ein Fluchtseil. Wunderschön. Wieso können wir hier nicht mehr... Alles klar. Mein Charakter ist gerade einfach gegen die Wand gelaufen. So, hier ein einfaches Schieberätsel.
Und das nächste Flash steht AP Plus und es sieht ganz danach aus, dass hier nochmal was liegt. Nee. Ich habe den Karlberg aber nicht so groß in Erinnerung wie den Kraterberg. Ah, das ist nur das Eingangsding. Stimmt. Ich habe gerade gedacht, hä, den haben sie aber komplett verändert. Aber das ist ja nur das Eingangsding. Eine Top-Genesung. Wunderbar. Alter, ich muss hier mit dem Steuerkreuz laufen. Ich bin sonst irgendwie zu unpräzise. Verflixt, was war das denn? Oh, hey Robin, dieser Abanera hat uns echt auseinandergenommen. Mann, hier in der Gegend gibt es echt viele starke Trainer, aber egal, ich muss einfach noch härter trainieren und noch besser werden, das ist alles. Dafür gibt es ja den Duellturm in der Duellzone. Vergiss es, Lutz. Hey, du bist Robin, stimmt's? Deine hiebelige kleine Kumpel hatte mich vorhin schon herausgefordert. Da habe ich ihm erstmal eine ordentliche Lektion erteilt. Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen würde. Wohin man auch geht, überall gibt es starke Trainer, die einem alles abverlangen. Und mal davon abgesehen, die Pokémon hier sind echt beinhart. Wie wäre es, wenn wir uns zusammenschließen und es gemeinsam versuchen? Ja, das ist eine Escort-Mission. Ich sorge dafür, dass deine Pokémon immer top fit sind. Okay, cool. Nee, das finde ich echt gut. Okay, fangen wir unten rechts an und gucken, was es hier gibt. Sieht nach einem Item aus. Also komm. Ich hatte diesen Morgen Dünnschiss. Krass, oder? Ich will mal Dünnschiss pulverisieren. Ihr müsst einfach irgendwas mit Psychokräfte, müsst ihr einfach durch Dünnschiss ersetzen. Ich glaube, es macht so viel mehr Fun bei denen. Okay, Pupanze und Ursula. Xatu. Es wird keine Ursula eingesetzt. Einfach so ein Oma-Pokémon. Oh shit, das Oma-Pokémon Ursula kommt. Oh Gott. Gut, wir haben zwei Bodentypen vor uns. Nein, ein Bodentyp haben wir vor uns. Und ein Flugtyp, das heißt mit einer Eisattacke sind wir hier sehr, sehr effektiv. Und wir werden die ganze Zeit durch Avanero geheilt. Also da haben wir auch keine Probleme. Antikraft, du hast es echt geschafft. Oh, krass. Also Avanero, du bist echt. Puh, wie Lutz gegen dich verlieren konnte, ich weiß es nicht. Macht eigentlich gar keinen Sinn. In keiner Form. Nicht mal wenn Lutz Sheltara nehmen würde, würde es in irgendeiner Form Sinn machen, weil alles stärker ist als ein verdammtes Lehmputas. So. Ich meine, guckt euch an, wie wir die Vorentwicklung hops nehmen. Magieflamme, okay, irgendwer brennt. Wunderbar. Ah, nee. Magieflamme bringt keinen Gegner zum Brennen? Okay, krass. Groink! Wunderbar. Die hässliche Weiterentwicklung von Spoink. Aber die doch tankende Weiterentwicklung von Spoink. Aber Real Talk, ich finde Spoink so viel cooler als die Weiterentwicklung. Spoink ist ja ein Gen 2 Pokémon. Ich gebe es ganz ehrlich zu, die ganzen Gen 2 Pokémon sind irgendwie merkwürdig. Die sind so clean. Keine Ahnung, da fehlen Details. Also wenn ihr euch mal die ganzen Gen 2 Pokémon... Vorhin auch dieses Notuska. Ich bin da kein wirklicher Fan von. Wunderbar. Aber jetzt guckt euch mal andere Gen 2 Pokémon an. Traumagil zum Beispiel. Das hat viel mehr Detail, aber es sieht auch so smooth aus. Das sollte ein bisschen zerfetzter aussehen, finde ich.
ich kann euch vielleicht gleich noch ein anderes Beispiel zeigen. Also eben. Floink jetzt beispielsweise ist nur ein Beispiel. Also Spoink finde ich geil. Passt zu dem Pokémon mit dieser Feder und so. Aber Floink ist halt so, okay. Cool. Eine Eisenkugel, wunderschön. Ich glaube, das ist toll für Stahl-Pokémon, I don't know. Wir gucken erstmal hier unten, was hier unten abgeht. Anscheinend nicht viel. Dann gucken wir oben. Ah, er kann nicht runter. Wunderbar. Aber wie großläufig dieses Gebiet ist. Oh Mann. Also kommt, ihr Trottel. Aerodactyl und Ursaring. Ah ne, Kangama. Ursaring ist ja was anderes. So. Aerodactyl ist down. Aerodactyl ist, by the way, sehr, sehr competitive. Es ist ein bisschen das bessere Glurak. Ich weiß, viele haten mich jetzt wieder, deswegen. Aber ich glaube, bei dem 1 gegen 1 Glurak gegen Aerodactyl würde tatsächlich Aerodactyl gewinnen. Weil, jetzt passt auf, ich habe die Begründung. Weil Glurak keinen Donnerblitz lernen kann. Und das ist ein riesiger Vorteil für Aerodactyl. Okay, Erdkräfte, Pam. Und noch eine Aquahaubitze. Die trifft. Wunderschön. Roserade jetzt auch Level 70. Vor Toxiquark tatsächlich noch. Hätte ich nicht gedacht. Gegenstoß, ich weiche aus. Also Empoleon weicht aus. Und wir setzen einfach eine normale Bohrschnabel ein. Also ich glaube, nach der Runde hier soll das fertig sein. Zack. Wunderbar. Das Lehmputas macht einen super Job. Hier an der Stelle. Ah, mir sind die Items ausgegangen. Gib mir dein Geld und lass mich in Ruhe. Dankeschön. Wo geht's hier lang? Hier geht's doch zurück, oder? Gut, wir sind im Kreis gelaufen. Danke. Die nächsten Trainer. Ein Kampf. Ah, Alter, die haben 6 Pokémon. Oh mein Gott. Und er fängt mit Rabauz an und Dodri. Ist Rabauz nicht auch ein Gen 2 Pokémon? Ich weiß nicht, wenn man Rabauz heute designen würde, würde man wahrscheinlich diese Haare oben gezackt machen. Ich weiß gar nicht, ob die gezackt sind. Wunderbar. Nee, die sind auch so smooth. Knogger hat zum Glück auch ein Update bekommen. Polion setzt Eisstrahl ein, Dodri ist somit down. Auch gegen Knogger sollten wir gleich keine Probleme haben. Ist auch ein One-Hit.
Wunderbar. Also, Avanero. Du bist einfach zu krass. Oh, das war eine starke Attacke. Jetzt geht weiter mit Ibitak. Ja, komm, wir kümmern uns erstmal um die Vogeltruller. Vielleicht kommt Avanero mal darauf, Sondersensor einzusetzen für seine Gegner. Aber nur vielleicht. Wunderbar. So, ich muss jetzt das Vieh echt kaputt machen, weil sonst bin ich hier in zwei Runden raus. Danke. Das macht doch viel mehr Sinn, oder? So, Schmarotzer. Schmarotzer ist eine harte Attacke. Kapilz. Eines meiner liebsten Lieblings-Pokémon. Leider vom Typ Kampfpflanze und deshalb ultra anfänglich gegenüber Flugattacken. Deswegen konnte er sich jetzt unter anderem auch verabschieden. Also ganz ehrlich, Kapilz ist schon ein cooles Pokémon. Vor allem Knilz. Knilz hätte ich gerne als Kissen irgendwie. Ich gebe es ganz ehrlich zu, so Knilz ist mit Abstand über Jahre hinweg mein Lieblings-Pokémon. Es guckt grummelig, es ist so schön. Und ich fand es so traurig, dass es vorher nicht in einem 3D-Pokémon irgendwie gekommen ist. Also keine Ahnung. In Oras war es das letzte Mal. Und jetzt in Diamant und Pearl. Ich hoffe, es kommt in Legenden Arceus. Oder wird es Arceus ausgesprochen? Oh mein Gott, stell dir vor, das wird Arceus ausgesprochen. So. Okay, hier können wir absolut gar nicht lang. Das heißt, wir müssen jetzt hier zurück. Und dann gehen wir am besten hier hoch oder so. Damit wir hier runter können. Damit hier gar nichts ist. Lol. Ich komme gerade dezent verarscht vor. Ich glaube, wir müssen ohne Witz. Alter. Wir müssen ohne Witz rechts lang, damit wir zur zweiten Hälfte kommen. Leck mich am Arsch. Heißt, wir müssen hier ganz nach rechts. Hier runter. Oder da vorne runter. Da vorne ist ja auch nochmal eine Treppe, genau. Und dann hier lang. Ein ganzer Schuss verballert, wunderbar. Und da ist das Ende praktisch. Okay, cool. Das machen wir noch, das ist ein Kampf. Wunderbar, gegen einen Drachenhaini und einen weiteren Kämpfer. Aber die haben nur 5 Pokémon. Puh, da bin ich ja erleichtert. Krakelo und Kindwurm. Okay. Okay, das kriegen wir hin. Krakelo kann man beim Kraterberg fangen. Bei der ersten Eisebene, wenn man rauskommt. Und wenn die geile Musik läuft, dieses Tillillillim. Ja. Kindwurm ist die erste Entwicklung von, Despota ist was anderes. Brutalanda, genau. Auch ein sehr geiles Pokémon. Werde ich auf jeden Fall für den Kampfturm nehmen. Ich
ganz ehrlich zu. Drahtfleisch ist die Weiterentwicklung von Kindwurm. Und wir sind Level 76. Was auch immer der jetzt für einen Murks macht. Er soll auch einfach nur eine scheiß Attacke einsetzen. Macht er aber in dem Fall nicht. Und der Bruder hat jetzt hier noch drei Pokémon. Oh mein Gott. Schön, dass du Erdkräfte eingesetzt hast. Donphan ist das nächste Pokémon. Hat wahrscheinlich Robustheit, deshalb müssen wir gucken, dass wir hier eskalieren können. Okay. Komm, Leben, Putas. Setz die Attacke ein. Oh, danke. Du hast mal die Funktion erfüllt. So, Erdkräfte mal wieder komplett unnötig. Und ich frage mich, warum das Donphan gerade nicht gestorben ist. Hat Antikraft nicht getroffen? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ohne Witz, ich habe gerade so richtig ins Leere geguckt. Und überlegt, wann ich das letzte Mal hier war beim Kraterberg, Lül. Tatsächlich mit 8 Jahren. Ich fand den Kraterberg, den Kahlberg eigentlich immer uninteressant. Kraterberg sieht besser aus. Keine Kraft mehr. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ich muss auf die andere Seite kommen. Lol. Wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite? So nicht. Einfach Uff. Aber ein richtig fettes Uff. Komme ich denn jetzt auf die andere Seite? So irgendwie? Oh mein Gott, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part hier weiter. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, sind wir. Tschüss und bis bald.